So, Gänger, jetzt zeige ich uns, wie echte Öscher Sauerbraten gemacht wird. Als erstes leere das Stück Fleisch in den Beize ein. Für 8 Portionen. Wir kriegen uns von der Kuh 1400 Gramm Fleisch aus der Rolle, eine große Zwiebel, 2 Päckchen Sauerbratengewürz und 500 Milliliter Weißweinessig. Die Zwiebel schälen wir und schnie die in Ring. So. Und jetzt leeren wir das Stück Fleisch in eine Kump. Jetzt kriegen wir uns die 500 Milliliter Essig und füllen die ab mit 500 Milliliter Wasser und kippen das in eine Pot. De. Und jetzt kriegen wir uns noch 1 Liter Wasser und füllen das dabei. So, jetzt haben wir 2 Liter Sud. Und da kommen die 2 Päckchen Sauerbratengewürz dabei. Und die Zwiebeln, die Zwiebelring. Und jetzt kochen wir das Ganze ab. Und dann den Deckel drauf. Lassen wir gut kochen. Und kippen das anschließend alles über das Stück Fleisch. Herrlich, wie das auch duftet da. Ist so lecker. Hand von neuen Övere stöhnt vor der restliche Sud in den Schüssel und stelle die ob sie. Jetzt stöhnt vor direkt danach sofort der Deckel da drauf und lasse das aufkühlen und stelle anschließend 4 bis 5 Tage in den Kühlschrank. Übrigens, unsere Essig machen wir selbst. Dafür kriegen wir 125 Milliliter Essigessenz und fülle das mit 475 Milliliter Weißwein ob. So, jetzt geht es in medias res, sozusagen. Aber ich zeige euch jetzt, was ihr allemal braucht, um den Braten anzubraten. Was auf jeden Fall noch gehört, das sind natürlich Öscherprinte. Da brauchen wir 10 bis 12 von den Stängchen, das sind so 200 bis 250 Gramm. Und dann kriegen wir noch die überschüssige Beize, die wir uns auf sie gestaltet haben. Ja, natürlich unser Fleisch. Das hat jetzt 4 Tage in der Kühlschrank gestanden und hat hier getrocknet. Und dann brauchen wir noch, je nachdem wie es geht, Zuckerrübensirup oder Zuckerrübenkraut. Und Zuckerkolleur für den Klür, dann noch Pfeffer und Salz. Oh, wie Gänger, jetzt habe ich mir noch verkaut, wie man hört. Aber der echte Öscher macht das nicht. Wie jedes. So, hier sind die ganzen Zutaten. Das erste kriegen wir jetzt der Braten und dem aus der Sud. Nein, dem Obezeber ab. So. Jetzt nehmen wir jetzt Margarine, Schmand, Öl, wie auch immer. Ein Beiz ist mit normaler Pflanzenmargarine. In den Pot und machen das Tees. Jetzt braune Wurst das Fleisch für alle sehr scharf an. Und zwar so lang, bis das für alle sehr gut braun ist. Hand vor das Fleisch schön braun eingebraune, geben wir nun 3 Viertel von der Sud über das Fleisch. Der Rest im Herr, wo es ob, da proben wir später noch. Jetzt dümpfen wir den Deckel auf der Pot und kochen dann noch gut ob.
anschließend verzweise, neuet Pfeffer und jetzt wenig Salz drauf. Der Braun ca. 2 Stunden kochen lassen und dabei einen Stückchen durch der Braun drehen. Und nicht zu vergessen, der restliche Sud Häppchen für Häppchen dabei tun. Ist das Fleisch von außen leicht faserig, dann ist der Braun fertig. Nun dünfen wir das Fleisch aus der Sud und machen aus der Sauce. Das erste vor die Printe in kleine Klümpchen bröckeln und rühre das so lang, bis der Nüsmi von die Printe siehst, die müssen vorziehen. Wir müssen so viel Printe rühren, bis da die Sauce schon sämig ist. Nun könnt der Zuckerkolleur unter die Sauce bis das so schwarz ist. Und nun tut er für die Süße der Zuckerrübensirup noch eigenen Geschmack anrühren. Ist er zu süß wurde, tut einfach neues Essig dabei. Und ist der Saus zu dünn wurde, tut einfach neues Printe dabei. Und nun schnieren wir das Fleisch ist schief. Er will dünne Schnitt wie, passt auch mit eurer Knuffeln. Jetzt könnt das Fleisch in die Sauce und haue das so gedeckt wärm. Wir haben das leifste Erdäppel, Nudeln und Ruhrkappes dabei. Für zu trinken kriegen wir irgendwas ein Aperitif, ne Sandemann Medium. Bei dem ersten Trinken war eine herrliche Ruhe Dornfelder von dem Weingut Anselmann. Leicht lieblich. Das passt wunderbar dabei. So, jetzt blieb mich Männer, ich ne Jahre hänge, zu wünschen, dass du dich kore und du bemerkst dich für das Kieke. Aber wart jetzt, da könnt noch jetzt. Denn wisst ihr, was noch besser, da beschmarrt statt Erdäppel und Nudeln? Echte belgische Fritte. Und wie die gemacht werden, das zeige ich euch das nächste Mal.